Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Star Wars Battlefront 2. Ich zeige euch wieder mal ein paar neue Maps. Tatooine Sandmeer. Und das ist, glaube ich, eine der letzten. Denn nachher kommt nur noch Yavin 4 Arena. Ja. Tatooine Sandmeer, da machen wir auch die klassische Oben, aber galaktische Bürgerkrieg. Das war nämlich damals geil. Also dann, bis gleich, Leute. So, und schon geht's los. Wir sind auf Seiten des Imperiums. Und ich kann euch direkt mal sagen, was damals so geil war. Man konnte ja fliegen! Fliegen! Das war einfach geil. Das Geile war noch dazu. Sandleute gab auch dazu. Ja, aber das bringt nichts ohne Raketen. So. Aber ich kann euch eins sagen, ne? Wenn ihr so daran gewöhnt seid, Star Wars Battlefront 2 zu spielen, dann wird Star Wars Battlefront 1 mega schwer. Aber die Missionen waren damals viel geiler, muss ich wirklich sagen. Da haben sie sich mehr für einfallen lassen. Einfach die Filme nachgespielt. Einfach geil, mir macht's einfach Spaß. Ein Kommandoposten für das Imperium. Und wenn ihr mehr wollt von Star Wars Battlefront 2, schreibt es in die Kommentare. Like diesen Part. Einfach alle Parts liken, Leute. Es tut euch ja keiner weh, wenn ihr das macht. Nur ich, wenn ihr es nicht macht. nein, Spaß. Oder vielleicht nicht. Nein. Bitte liken, bringt dieses Video nach vorne. Alle anderen Videos auch. Dann bekommt ihr mehr von mir, den Maps, Online-Multiplayer. Und natürlich irgendwann Meister aus Battlefront 1, dann werdet ihr mal sehen, was für ein geiles Spiel das ist. Machen wir den Dark Trooper. Hätte ich ja, glaube ich, in meinem ganzen Let's Play noch gar nicht gehabt, oder? Der hüpft halt einfach nur. Warum das Imperium den. Ah! Oh, Sandleute! Sandleute! Wie zum Teufel kommt die denn hier hin, ey? Gut, dann hol ich mal den Kommandoposten. Ach, und da, ja, das war auch geil, da konnte man hier die Schlitten fahren. Die konnten auch sprengen. Da wirst du bekloppt, wa? Und das war das Geile. Die Tuskenräuber, die waren damals gelb, nicht rot, ja. Als Gegner, die sind nämlich von allen Gegner. Und die hatten eigenen Kommandoposten. Das, ich meine, wie kommt man auf sowas, dass die einfach ihre eigenen Sachen haben? Geile Sache, einfach geil gemacht. Und dann hatten die Scharfschützengewehre und haben hier oben gestanden. Und das ist die Sala-Grube, ja? Schlecht modelliert, aber trotzdem, es war einfach eine geile Scheiße, muss man einfach mal dazu sagen. Was die sich haben einfallen lassen für Star Wars Battlefront 1. Hammergeil. Wir haben die Kontrolle über einen Kommandoposten verloren. Wie kann ich nicht springen? Sagen. Was ist denn hier? Boah, der hat mich voll erwischt, ey. Der Wicht. Gut, nehmen wir den Wookie. Und dann macht das ganz easy. Papisi. Zeig ich mal die Sala-Grube. Also ich muss wirklich sagen, einfach eine geile Map. Da haben die sich echt was für einfallen lassen. Schade, dass eine der geilsten Maps hier nicht übernommen wurde. Ich meine, ich sag zu jedem geile Map, oder? Ja, eigentlich so geil. Zu jedem. Und jetzt zeige ich euch mal die Sala-Grube. Funktioniert eigentlich quasi wie der Rancor. Das ist Instant Death, wenn man hier reinfällt. Ja, so schnell geht das. Wenn die Sala-Grube Hunger hat, dann hast du da zu sein. So. Dann versuchen wir uns mal die Sandleute zu pirschen. Ja! Blöd! So. Der Heavy Trooper. Das finde ich auch so komisch, dass der Heavy Trooper hier so einer ist. So ein Schwarzer. Da ist er nur ein bisschen der Quotenschwarze.
Achtung. Bye bye. Bitte? Bitte? Wer hat das denn geschafft jetzt wieder, ey? Fuck, Zahlergrube! Nicht zu nah ran. Wie meine an. Der gehört uns. Das Lustige ist, die können ja trotzdem spawnen, wie die wollen. Obwohl der Kommandoposten ja eigentlich weg ist. Schießt denn da auf mich noch? Du blöder Hannes! Ja. Wir haben einen Kommandoposten eingenommen. Ich find's auch lustig, die Tusken können einfach separat selbst angreifen. Ist das so? Ja, die haben eh verloren, von daher. Tusken sind weg, dann schauen wir uns mal bei ihnen selbst den um. Hallo. Ich glaube sogar, wenn man einen Wookie hat, kommt man da gar nicht erst rein. Einfach eine geile Map, oder? Alter, schießt da zwei ab, oder? Ich will jetzt noch schnell rein. Wo sieht das unscharf aus? Code 5, einsatzbereit! Perfekt gelandet, oder? Perfekt gelandet, leck mir die Eier, ey. Hahaha. Tata, Turboman. Naja, Leute, dann würde ich sagen, das war's für diesen Part. Wir sehen uns zum nächsten Part von Star Wars Battle, oder? Ich kann die Zeit nicht mehr lesen. Ich weiß nicht, was ich angefangen habe. Ich habe nämlich hier keinen Timer liegen. Ich greife den Sternzerstörer an. Das ist Darth Vader. Darth Vader. Darth Vader. Bams. Also dann Leute, bis zum nächsten Part und ciao.